Jack. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Bro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schäde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Im Magnetfeld sind Sie irre. Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark! Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Jawohl, es geht los. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Dead Space. Yo, warum Dead Space? Ich habe das schon seit einem halben Jahr eigentlich spielen wollen. Viele von euch haben ja gesagt, ich sollte Moss 1 unbedingt spielen. Und es Dreier, wie das hier kam, wollte ich nach den Tests eigentlich nicht spielen, weil das ist wieder so ein typisches... Verschlechtern einer guten Serie mit Action und geskriptete Scheiße. Und ja, Dead Space 1 hatte ich noch nie gespielt. Dead Space 1. Und vorneweg, wer es noch nicht weiß, ich bin unheimlich, wie soll man sagen, schreckhaft. Ich lasse mich auch sehr stark auf solche Spiele ein. Und ja, also, man nicht selbst erschrecken. Wenn ich erschrecke, dann brülle ich auch manchmal los. Das ist einfach so, das macht mir auch nichts aus. Bin auch froh, dass ich so bin, weil so kann man so ein bisschen die Spiele genießen. So. Ich spiele auch mit dem Joypad. Umsehen, rechte Stick. Weiter. Okay. Okay, der nimmt schon ganz schön viel vom Bild weg. Das ist natürlich schon auch eine beklemmende Scheiße hier. Okay, also ich habe mitgekriegt, ich bin hier Ingenieur oder irgendwas, hier Techniker. Ich bin also gar kein hier Soldaten, so ein Scheiß. Was haben wir denn hier? Oh, schade, ich dachte, wir ein Jedi-Schwert.
Okay. Hier geht's raus. Ich weiß zwar ungefähr, was mich erwartet, aber, jo, Mann, der sieht ja irgendwie ein bisschen seltsam aus. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Aha. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Suchen Sie die blauen Hologramme, die Sie aktivieren können. Schalter benutzen. A, freigeschaltet. Verschlossen. Ah, die... Okay. Verschlossen. Hier kann ich öffnen. Ja. Oha, hier ist dunkel. Nimm mir dunkel. Hey, was ist denn hier los? Aufheben. Was nehme ich da nur die ganze Zeit auf? Als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Ey, ich will auch so Ding. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Mach du doch. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Kann die Schnitt leiden. Wenn wir alle zusammenkommen. Kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Kartenbildschirm, Aufgangbildschirm. Wo ist denn dieser Knopf? Momento. Was ist das dort, die Kamera? Die kann ich doch direkt öffnen, stand da. Irgendwie. Ja, kriegen wir alles noch raus. Muss erst mal hier gucken. Hier ist verschlossen. Schade. Oh, hier ist noch was. Schadensbericht laden. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline und schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Und jetzt los. Was war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Los, gehen ab! Scheiße, irgendwann ist hier mit uns im Raum. Oleg! Okay, Da! Oh, der geht schon gut los. Ich dachte, ich könnte hier noch ein bisschen rumrennen. Was ist das für ein Vieh? Renn, Eisfeld! Verschwinde das, Leunig! Ich bin schon unterwegs. Hier, hier, ja, mach auf! Oleg, mach auf, mach zu! Mach zu! Oh. Scheiße! Hau mir in die Fresse! Ja, ich hab keine Waffe, kann ich nicht schlagen, ey. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Oh Mann, jetzt bin ich schon getrennt. Toll. Dachte, das wird hier ein bisschen locker gehen und am Anfang, nee, natürlich wieder volle Pulle. Kann ich nachts wieder nicht schlafen. Was ist das hier? Er lebt noch. Ist mir egal, ich brauche hier erstmal
Oh, Plasma-Cutter. Ah, wartet mal. Zielmodus, LT, schießen LT plus RT, nachladen LT und A. Schlagen, aufstampfen. Ah, okay. Nein, nachladen ist A. Moment, wo ist A? Doch, hier. Ach schau, wahrscheinlich wieder keine Munition. Was ist das, Stampfen? Boah, cool. Was mit dir? Boim! Bist du ein Zombie? Machst du nur Fernbewegungen? Boah, dann nochmal erstmal nochmal drehen. Ey, hau schon ab hier! Oh, der Arm. Ah, übrigens, das Spiel ist ab 18. Die bewegt sich noch alles, gefällt mir nicht. Oh, leck, das wird mit der Steuerung wieder. Ja, jetzt gehe ich mal weiter gucken, was hier los ist. Kann ich die Dinger da aufmachen oder was? Vielleicht. Ah, cool. Also ich kann es aber bestimmt auch stampfen. Moment. Stampfen wir hier. Jawohl. Jetzt kann ich nachladen. Moment. Ah. Yeah. So, ich bin bereit, wenn so viel wieder kommt. Ey, hier ist noch so ein Ding. Da kann ich einen Fuß abhetzen. Jetzt hier. Verschlossen. Kann ich hier irgendwas machen? Haha! Jetzt offen. Bin mein Türöffner. Oh! Oh, leck! Warte, warte! Yeah, bow! Bow! Sehe ich hier irgendwo meine Energie hier, Leute? Warte mal. Anzuglevel, Luft 70. Was? 70 Sekunden? Panzerung 0, Knoten. Gottes. Medizinisches Gehirn ist ein kleiner Teil der Gesundheit. Wo sehe ich da meine Gesundheit hier? Da ist ja voll für den Arsch gerade. Gesundheit. Huhu. Ich starte erstmal noch. Bin ich schon? Ah, da liegt auch noch so ein Zipfel. Okay. Warte mal, hier muss ich erstmal noch kurz mal. Warte mal, Kollege. Und BAM! So, nicht das nochmal aufsticht. Was sind das denn eigentlich für Viecher? Das ist ja voll eklig. Keine Bewegung. Ich bin Techniker. Was hast denn du gesehen? Jetzt hängt er mal am Fuß wieder, ne? Oh, leck, ich merke schon, das Spiel wird mal wahrscheinlich richtig gut abgehen. Hier sind Fußspuren. Und hier ist es nebelig. Hier ist nebelig. Und hier sind so komische Luftdinger. Okay. Ach, hin auf meinem Rücken ist das. Gesundheitstaste ist X. Ah, okay, das ist cool. Oh, was ist da unten noch? Oleg! Oleg! Ihr erschreckt mich nicht immer so, ihr Leute, ihr Leute! Das doch wegpusten. Was habe ich jetzt gemacht? Aha.
Warte lieber noch. Bin mal gespannt, ob die Munition hier ausreicht. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Das ist gut zu wissen. Oh. Isaac? Isaac? Ja? Kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Ja? Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Oh. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden.